Herren. Ja, das findet beide gut. Mai und ich wollen versuchen, in diesem doch heimlichen Ambiente ein paar Lektionen zu zeigen. Und damit gebe ich das an Monika weiter. Und Sie dürfen sich ruhig bewegen, weil das ist ja kein Friedhof hier und auch keine Beerdigung, sondern ein Sportlerball. Genau. Okay, wir kennen die Grundgangarten, wir kennen Schritt und hier Trab und Galopp, aber es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren Informationen, die Monika uns geben kann. Ja, also Isabelle ist eingeritten in der Passage und hat eine wunderschöne Piaffe dort gezeigt. Das sind die Highlights dieses Pferdes, jetzt die Trabtraversalen, wie wir sagen, jetzt ein bisschen auf kleinerem Raum, aber wir haben eben auch deshalb dieses Pferd gewählt, weil sie das so besonders gut macht. Passage, Traversale, man sieht so ein bisschen, dass die Beine sich kreuzen, das ist dann das die Traversale dabei. Und das Herausragende an diesem Pferd ist einfach, dass sie das mit dieser Leichtigkeit macht. Und jetzt wieder eine Piaffe-Pirouette, das ist ehrlich gesagt das Schwerste, was man reiten kann. Aber mit diesem Pferd ist es, natürlich kann Isabelle das ganz besonders gut, aber auch mit diesem Pferd ist das wirklich ein absolutes Highlight. Ich komme noch mal wieder. Ja. Natürlich kommt sie wieder. Man fragt sich ja immer, wie viel ist Pferd, wie viel ist Reiter? Oder ist es am Ende die Symbiose einer perfekten Reiterin und eines perfekten Pferdes? Das ist die Symbiose. Also wir beschäftigen uns natürlich tagtäglich damit und mit den Pferden, mit den Tieren. Und das ist eine Einheit, die zusammenwächst. Und das geht auch nicht auf Knopfdruck, sondern schön ist, wenn es eben sich entwickelt über eine längere Zeit. Isabelle hat auch einfach große Freude, dann die Pferde von jung an dahin zu bringen. Mhm. Und auch diese Lektion im Schritt, möglichst gelassen, gehört bei uns dazu. Egal, was drumherum passiert, auch in einem großen Stadion muss das Pferd ganz entspannt und gelassen. Jetzt Galopp drüber? Genau, sehr gut, super. Klar, hab mich ja vorbereitet. Ja. Ist allerdings auch das Einzige, was ich erkenne. Das musste ich deshalb dringend unterbringen. Ja, gut. Das war schon nicht so schlecht. Nee, ja. Genau. Aber leicht geblendet. Und jetzt kommt nochmal zum Raten. Jetzt die Pirouette rechts, ja. Genau. Und auch das kann dieses Pferd immer wieder mit Höchstnoten abrufen. Wow. Und jetzt haben wir die Galoppwechsel zu zwei Sprüngen. Ja, genau. Kann man mitzählen. Ich weiß, dass Hans-Heinrich Isenbart und Armin Basche immer 1 und 2 und 2 und 2 und 3 und 2 und 4 und 2 mitgezählt haben. Genau. Na klar. Ja. So. Galoppwechsel zu zwei Tempi. Ja, das hätte ich auch erkannt. Und jetzt kommen die Galoppwechsel. Das sind nochmal zwei Tempi. Ach so, das war dir damit du es auch siehst. Ja. War dir das nicht gut genug eben gerade? Rechts und zwei und links und zwei und rechts und zwei. Ja. Da war ein kleiner Fehler. Ein kleines Hoppala. Da bin ich so gut aufgepasst. So. Ist das dann ein Fehler der Reiterin oder ein Fehler des Pferdes? Immer der Reiterin. Nie das Pferd. Nie des Pferdes. Immer. Bei uns ist das immer der Jockey. Okay. Der Jockey, der nicht aufgepasst hat. Das ist hat was mit der Partnerschaft zu tun. Dann hat man halt nicht genügend oder nicht. Aber jetzt habe ich meine grauen Gehirnzellen zusammen. Ja, und das sind jetzt die Wechsel von Sprung zu Sprung, die Einerwechsel. Gucke mal. Einer mitgezählt? Wow. Ja. 7? Nein, in der Prüfung brauchen wir 15. Das waren, glaube ich, jetzt gefühlt 29. Ja, das Viereck ist nicht ganz Normgröße, aber es ist durchaus reitbar. Unwesentlich, ein Drittel von dem oder ein Viertel. Aber dreimal so viel Einerwechsel gezeigt und nochmal ein starker Galopp. Jetzt gibt es ein bisschen Sand für die Vorspeise. Genau. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Und jetzt müssen Sie alles geben. Jetzt kommen wir nämlich zum Finish, damit das Programm nicht zu lange dauert. Ihr dürft auch mitklatschen. Ja. Das Pferd kann das sehr gut vertragen. Haben wir auch ein bisschen Musik? Genau. Bestimmt haben wir ein bisschen Musik. Ja. Herr Grönemeyer ist noch nicht da, ne? Weihegold liebt übrigens auch Siegerehrungen. Das ist, da strahlt sie. Ja, vom Feinsten. Nur unsere Musik fehlt, aber dafür sind Sie ja schon ganz gut. Jetzt muss einer singen. Sind die, Band, die Band hat Pause. Ja. So. Super. Ja. Tschüss.
So. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen die Außergewöhnlichkeit dieses Momentes einfach noch mal vergegenwärtigen. Sie haben soeben die erfolgreichste Reiterin aller Zeiten gesehen. 6 olympische Goldmedaillen, 9 Weltmeistertitel und 20 Europameistertitel. Isabel Werth. Und Isabel, kommt zu uns. Vielleicht, dass wir gemeinsam noch einen Halbsatz darüber sprechen. Weihegold ist 15 Jahre. Schön, dich zu sehen, Isabel. Weihegold ist 15 Jahre. Jetzt kennt man aus anderen Reitsportarten, da sind die ja viel jünger. Die Galopper sind dreijährig. Wenn sie besonders die Traber sind, manchmal gibt es auch für Zweijährige schon was. Dauert das so lange, einem Pferd das so beizubringen, dass es diese großen Prüfungen abrufen kann? Ja, also zunächst beginnen wir auch mit dreijährigen Pferden in der Regel und dann dauert es schon 4-5 Jahre Ausbildung, bis dass man so in die schwere Klasse hineinkommt. Das ist dann Grand Prix. Das ist dann Grand Prix und dann braucht es auch nochmal 1-2 Jahre Erfahrung, Routine und wenn es dann gelingt, das auch zu erhalten über eine längere Zeit, so wie es mit Weihe gelungen ist, dann ist das eben auch schon ein besonderes Bonbon, nicht nur ein kurzer Ablauf, sondern auch Gymnastizierung heißt auch erhalten. Und jetzt will ich nicht vom natürlichen Ende sprechen, aber wie lang können Pferde das abrufen? Auf dem Niveau? Also Sachi ist gerade mit 26 glücklicher Rentner. Auf dem Niveau abrufen ist es sicherlich so ein 16-, 17-jähriges Pferd, so auf dem Zenit, dass man dann auch vernünftigerweise mit so einem Erfolgspferd so die Rente langsam oder das Pferd aus dem Sport verabschiedet. Geht Weihegold zu Olympia? Das könnte passieren. Ich habe das große Glück, 3 top internationale Pferde zu haben. Und ich hoffe erstmal mit einem der beiden oder der 3 Pferde dabei zu sein. Und dann schauen wir mal, wie die interne Qualifikation so aussieht. Ich freue mich sehr, dass wir das haben miterleben dürfen. Und ich denke, das geht dem Publikum hier genauso. Und Danke. Wir sind sehr froh, das hat mich besonders gefreut, wie intensiv du das Pferd auch gelobt hast zum Ende dieser besonderen Prüfung. Vielen herzlichen Dank, Isabel Werth. Und ein großes und herzliches Dankeschön an Monika Theodorescu. Aber wir wollen uns auch den Nachwuchs anschauen. Bei dir hat es ja auch mit dem Pony angefangen. Ja, genau. Ja. Funny, oder wie hieß das? So ist es. Funny. Das, ja, dann vorbereitet. Bisschen vorbereitet. Und wir begrüßen jetzt die amtierende deutsche